Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nordrhein-Westfalen erlebt wie viele andere Bundesländer oder hat wie viele andere Bundesländer einen großen Zuzug aus Syrien, Afghanistan und vielen anderen Ländern dieser Erde erlebt. Und infolge dieser Zuwanderung haben viele Menschen, die zu uns gekommen sind, auch Asylanträge in Nordrhein-Westfalen gestellt. Und viele dieser Asylanträge werden jetzt sukzessive abgearbeitet und die Zustimmungsquoten oder die Zustimmungsquoten zu diesen Anträgen liegt je nach Herkunftsland um die 50%. Damit kann man leicht ausrechnen, dass eine ganze Menge Anträge auch abgelehnt werden. Allerdings werden diese Personen aus unterschiedlichen guten Gründen oftmals nicht abgeschoben. Es sind oft humanitäre Gründe, Genfer Konvention oder andere Punkte, die dazu führen, dass diese Menschen sich länger in Nordrhein-Westfalen zu Recht aufhalten dürfen. Allerdings stellt sich dann schon die Frage, wer die Kosten für die Unterbringung und Integration dieser Menschen übernimmt. Wir haben 2017 in unserer Regierungszeit in ganz erheblichem Maße die Kosten für die Unterbringung von geflüchteten Menschen übernommen. Mittlerweile ist es so, dass Nordrhein-Westfalen 1,7 Milliarden Euro weniger für geflüchtete Menschen ausgibt als im Jahr 2016. Und die Zahl der Geduldeten wird sich in Nordrhein-Westfalen noch deutlich erhöhen. Und diese Landesregierung ist der Auffassung, dass die Kosten für die Geduldeten weiterhin ausschließlich von den Kommunen übernommen werden sollen. Wir halten das für grundfalsch. Wir glauben, dass die Landesregierung, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier einspringen muss und Verantwortung für die Kosten der Geduldeten übernehmen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon bezeichnend, Herr Kollege Stamm, ich freue mich sehr, dass der stellvertretende Ministerpräsident zu diesem Tagesordnungspunkt redet, aber es ist schon bezeichnend, dass die Kollegin Scharrenbach offensichtlich an dieser Debatte kein Interesse hat. Ich kann Ihnen auch sagen, warum ich das meine. Wir haben seit Regierungsantritt von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen eine deutliche Mehrbelastung der Kommunen zu verzeichnen. Oftmals gut gemeint, aber oft eben auch schlecht gemacht. Bei den Krankenhäusern kommen 500 Millionen Euro zusätzliche Beteiligung auf die Kommunen zu. Bei den Geduldeten, nach den Zahlen, die wir von den Städten Dortmund, Hagen und Wuppertal haben, ist davon auszugehen, dass bereits jetzt die Kommunen 600 Millionen Euro pro Jahr übernehmen. Das wird sehr bald in wenigen Monaten in den Milliardenbereich ansteigen. Sie werden sukzessive 450 Millionen Euro beim Stärkungspakt einsparen. Und da ist schon die bedeutendste Nummer, die ich hier auch noch mal vortragen will. Sie haben Monheim entlastet und Essen und andere Städte mehr belastet und keinen Cent aus dem Landeshaushalt gegeben, um Ihr Wahlversprechen einzuhalten. Diese Landesregierung ist alles andere als kommunalfreundlich. Sie belasten die Kommunen zusätzlich, wo es nur eben geht, wo es Ihnen gerade passt. Und deswegen stellen wir heute 3 Punkte zur Abstimmung, beziehungsweise wir schicken das nochmal in den Ausschuss, wobei ich Ihnen auch sagen werde, wir werden, wenn Sie da nicht den Punkten nachkommen, auch das Instrument der namentlichen Abstimmung immer wieder anwenden, um deutlich zu machen, wo diese Landesregierung ganz bewusst und ganz entschieden gegen die Interessen der Kommunen entscheidet. Erstens, wir möchten sehr gerne von Ihnen wissen, wie hoch ist denn die Zahl der Geduldeten? Das muss doch in einer Republik, wie Herr Christian Lindner es immer formuliert, die Menschen müssen doch wissen, wir sind doch keine Bananenrepublik, wir müssen doch wissen, wie die Verwaltung regiert und wie sie reagiert. Und wir möchten gerne die Zahlen trennscharf von Ihnen auf den Tisch gelegt bekommen, ist Punkt 1. Zweitens, wir möchten, dass diese Landesregierung, Herr Kollege Löttgen, Herr Fraktionsvorsitzender, endlich eine Perspektive auf den Tisch legt, wie sie mit den Menschen, die in Nordrhein-Westfalen zu Recht, und ich sage es noch einmal, zu Recht aufgrund von Gerichtsentscheidungen oder anderer Bestimmungen hier bleiben dürfen, wie für deren Finanzierung gesorgt wird und wie die Kommunen nicht immer weiter in die Pleite reiten, weil diese Landesregierung nicht handeln will. Und natürlich, Herr Kollege Löttgen, ist es so, dass Sie... Und, Herr Kollege Löttgen, das meinen Sie jetzt nicht allen Ernstes. Ich habe es Ihnen eben vorgerechnet. 1,7 Milliarden Euro Entlastung allein bei den Kommunen. Jetzt nochmal 750 Millionen Euro Mehreinnahmen bei der Steuerschätzung. Und Sie wollen den Kommunen erklären, dass sie kein Geld in der Tasche haben. Das ist doch lächerlich. Der dritte Punkt ist, und das
Da haben Sie uns dann ganz an Ihrer Seite. Sie können die Große Koalition und Sie müssen die Große Koalition natürlich auch auf Ihre Verantwortung hinweisen. Sie sollten sich beim Bund dafür einsetzen, dass die Kosten für die Geduldeten selbstverständlich vom Bund in ganz besonderer Weise übernommen werden. Und Herr Minister Stamp, ich achte Ihre Arbeit sehr. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, und vielleicht erklären Sie es dann für die Kommunalministerin, warum die Kommunalministerin nicht bereit ist, für die Kommunen einzustehen und hier heute zu erklären, warum sie der Meinung ist, dass es offensichtlich eine Fachfrage aus dem familienpolitischen Bereich ist und nicht eine Frage der Trennung zwischen Landesregierung und den Kommunen und des Einstehens einer Kommunalministerin für ihre Kommunen, für die sie auch da sein sollte. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe, die diese Ministerin auch wahrnehmen müsste und sie fortwährend nicht wahrnimmt. Und deswegen ist dieser Antrag so zwingend, dass Sie dem heute zustimmen. Herzlichen Dank.